Wenn du im Menü scrollst an einer Stelle der Anthologie, dann ist ein Bilderrahmen frei. Nur mal so. Jason Kolchak, Erster Lieutenant, USM Force Reckon, zuversichtlich. Colonel, gute Reise. Der sieht doch genauso aus wie der Typ aus dem ersten Teil. Bei Amis. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Ist mein Besprechungsraum bereit? Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Das sind doch die Charaktere aus dem... Sie ist vom zweiten Ihr Teil. Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind... Meine Assistentin Clarice Stokes. Das ist aus Little Hope, ist die. Kolchak. Er ist aus dem ersten Teil, Man of Medan. Na? Besprechungszimmer? Na, was ist das denn? Ey, das ist. Also, das geht gar. Was ist Marine? Schon genug? Rachel King, okay. Befehlend grob. Oh. Nick Kay, Sergeant, rechtfertigend romantisch. Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel. Erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Auf zur Besprechung. Shit. Oder nicht kopiert, sondern es ist bewusst so. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind da. Er ist nicht kopiert hier. Aber vielleicht ist es bewusst so, dass die Charaktere kopiert sind. Weil es sind ja Geschichten, die wir hier erleben. Kann er eigentlich schneller laufen? Naja, Pool ist ein bisschen dreckig, ne? Der muss erstmal gereinigt werden. Na, Marine. Yes, Sir, Ma'am, Sir. Oh. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja, will die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme? Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren.
Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das. Er ist bereit. Nevermore. Aber da muss der Pool auch gereinigt sein, ne? Und befüllt mit Wasser, versteht Joey, sich. Die haben dich am Schreibtisch oder mich. Gefragt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln. Ach, hör auf. Der auch kopiert. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Ups. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Sie sprechen da von meiner Frau. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Toll, Hitzkopf. Ich hab's probiert. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Es gibt doch bestimmt auch noch Beziehungsstress, oder? Gut. Schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Gibt's hier eine Übersetzung? Ja, RB. Dieser Bericht spricht von Entwicklungshelfern, die nahe der iranischen Grenze verschwanden. Okay. Yes. Saddam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Und wenn eine Tanzpartnerin gestolpert ist... Ja, ja, es sind ja echte Schauspieler, die dort gecastet wurden und diese Rolle eben halt machen. Ich denke mir, es hat eine Bewandtnis, warum die Charaktere da auftauchen. Wir haben nämlich immer den Kurator, der uns irgendwelche Geschichten auftischt, wie wir uns darin schlagen und weiß der Geil was alles. Und ich glaube, das ist System. Solange sie nicht stolpern. Oh, wir haben wieder eine Sonnenfinsternis, okay. Der sollte direkt der Übersetzer daneben stehen? Okay, warte mal kurz. Ich habe eine Einstellung, die mich abgeschalten. Warte mal. Diese Untertitel stand vorher auf Minimal. Das wird es wahrscheinlich sein, ne? Ich dachte, dass er vielleicht auch Gesprächsuntertitel reinpackt, die ich halt nicht für sehr sinnvoll halte, wenn das Spiel deutsch vertont ist. King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte. Ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Ehrlich. Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt.
Ja, das kann an der Übersetzungseinstellung liegen. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stell sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Ach, aber deshalb. Das muss natürlich noch näher untersucht werden. Deshalb. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Ja, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ich beantrage Luftunterstützung für alle Fälle. Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Sagros-Gebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Das ist immer so, so guckt. Eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Weil eine Menge passieren kann. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Die Massenvernichtungswaffen. Wegtreten. Wir haben Videobeweise. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Die hat so einen starren Blick, oder? Ich lade die neuen Satellitendaten. Ja, die kompensieren gerade ihre Ängste, die sie haben auf dem Feld. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu, deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Nee, wir sind getrennt, hat Gründe, wahrscheinlich. Das ist es. Endlich, nach so vielen Jahren Arbeit. Das ist es. Das ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht.
Du trägst deinen Ehering nicht. Warte mal, ich guck mal kurz. Bis in den Tod. Rachel sagte Eric, dass ihre Ehe vorbei wäre. Hat er das gesagt? Sie? Okay, wir können nichts weiter. Oh. Bis in den Tod. Wir haben Luftunterstützung. Ah, guck mal. Wir haben wieder diese Entscheidungsdinger. Eric hat Luftunterstützung bei der Mission zugestimmt. Okay. Was haben wir denn hier? Balatu starb als letzter in den Tempelkatakomben. Das hat dann auch noch eine Reihenfolge. Okay. Wer ist denn M-Sonnenbrille? Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. M-Sonnenbrille. Okay, man sieht ihn ganz schlecht wegen der Sonnenbrille. Alex Gravenstein. Filmografie steht bestimmt drin als letztes hier, ne? Nee. Steht gar nicht. Ah, als erstes. When Camping, The Dark Pictures, House of Ashes. Steht da zumindest drin. Monster Hunter Stories. Okay, Stimme. Ich verstehe, okay? So, gucken wir mal. Was haben wir? Achso, siehst du, Geheimnisse haben wir nur eins bisher. Eric, anmaßend. Mhm. Unsicher entgegenkommend, rational. Bilder haben wir nur eins. Hey, vorsichtig damit. Oh Mist, sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Die Brille ist doof. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Der Ehering. So, darf ich jetzt warte auf den Download, sprich mit dem Team. Darf ich mir jetzt die Sachen hier wieder angucken oder werde ich wieder unterbrochen? Reden will ich nicht. Ich will... So, wir gucken doch mal hier. Jetzt müsste die Übersetzung da sein. Pass auf. Achtung, 3, 2, 1 und... Sprengstoff, Blendgranaten, weißer Phosphor, hab's gehört. Gut. Warum ist die Übersetzung nicht da? Ich. Hä? Warte mal. Seitenleisten. Ach so, bei Interaktion die seitlichen Informationsleiste ein- ausschalten. Das wird's wahrscheinlich sein. Pass auf. So, nochmal. Jetzt. Logo von CENTCOM, Amt des Direktors der CIA und bla bla. Die Missionsziele der Survey Group lauten Koordination der nachrichtendienstlichen Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte der Koalition, Auswertung von Geheimdienstinformationen zum Zweck der Entdeckung, Sicherstellung und Dokumentierung von Personaleinrichtungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Organisation und Leitung von Militäreinsätzen zur Entdeckung und Sicherstellung von WMD-Lagerstätten im Irak. Die Survey Group untersteht in direkter Linie CENTCOM und dem Direktor der CIA. Missionsergebnisse zur Unterstützung von Operation Iraqi Freedom sollen ab dem 1.6.2003 vierteljährlich veröffentlicht werden. Sehr schön. So, jetzt haben wir endlich... steht ja auch super da, was das alles bedeutet. Ne? Oh, hier hinten haben wir was. Ich sehe es blitzeln. Eine Zeitung, da ist Hitman drauf. Bushman. American Overseers. Mission abgeschlossen. Präsident Bush erklärt Kampfhandlung im Irak für beendet. Many Sherman hingerichtet. Mörder war in den letzten Stunden unkooperativ. Das ist schlimm, wenn Mörder in den letzten Stunden immer unkooperativ sind. Das ist scheiße. Und da war doch Adrien was. War da nicht was? Nee, da war nichts. Da war doch was. Oh, was ist das hier? Ja, ist klar. Das sind so eine
Sprenggeschosse. Aber... Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch. Sonst nichts. Die sind nicht genehmigt, Mann. Die sind nicht genehmigt. Wir halten uns an die Konvention, sonst sind wir genau wie Saddam. Die sind hier nicht erlaubt. Schwachsinn, uns sollte jedes Mittel recht sein. Sergeant Kay, Sie haben mich missverstanden. Das war ein Befehl und kein Vorschlag. Verstanden, Colonel. Wir nehmen keiner auf die Mission mit. Ich glaube, es war ein falscher Fehler. Frieden? Ja. Bin ich. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, wir brauchen's. Und wir haben uns jetzt sämtliche Möglichkeiten verspielt. Vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Unsere Militäroperationen fordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Ja, genau, Spiel zu Ende. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht vom Völkerrecht gedeckt. Mit Beendigung der Kampfhandlung steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Deswegen müssen wir einfach mal Massenvernichtungswaffen finden, ne? Ja, wir werden sterben. Wir haben uns jetzt, weil wir an die Konvention uns halten wollen, sämtliche Grundlagen beraubt. Mit ihr können wir nicht sprechen? Schade. Was ist das hier? Okay, das funktioniert. Der Plan ist bombensicher. Ich glaube, der Download ist fertig. Hat gepiept. Was bist du hier? Reden mit ihm, okay. Ey, guck mal. Denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Wenn's hart wird, holt uns wenigstens die Luftunterstützung raus. So weit kommt es ganz sicher nicht. Wenn Sie meinen... Überrascht Sie das? Mr. Bean ist dabei? Okay. Oh, nein, der Download ist fertig. Download fertig. Los zu den Helis. Ich wollte doch noch alles angucken und mit den Leuten reden. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Der passt aber in der Rolle besser hier, als im ersten Teil. Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Ich weiß, dass das nicht Mr. Bean ist. Aber hier draußen bringt Ned nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt.